Willkommen zu einer neuen Folge von dem Fernbus-Simulator. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir stehen hier am Berliner ZOB und wir werden uns jetzt eben einloggen. Denn in wenigen Minütchen dürfte die Abfahrt sein. 12.56 Uhr haben wir, 13.02 Uhr ist Abfahrt, alles klar. Das heißt, wir können den Check-in starten. Alle Leute sind da oder alle Personen. Hier, mein Ticket. Es geht nach Dresden. Und so, Fahrgäste Oliver Gottschalk. Ausstehen machen wir mal. Vielen Dank. Genau. Bitteschön. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Minna. Möchte nach. Da ist er doch. So. Cool, ja. Tag, kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Nee, nach Dortmund fahren wir nicht, tut mir leid. Hallo, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Na, Dresden, da geht's hin. Ja, das ist weiter oben. Da haben wir's doch. Ah, wir hätten mal den Motor ausmachen können. Mal warm laufen lassen. Ja, so eine lange Fahrt ist es ja nicht. Janne. Haben wir. Danke sehr. Grüezi, bin ich hier richtig? Nikolas. Danke sehr. Guten Tag. Das Ticket. Bitteschön. Berlin-Dresden. Sie sind der Herr Kleinert. Jo. Cool. Na, wer möchte noch? Schau mal hier. Mahlzeit, mein Ticket. Kai. Oh, wollen ja einige mitfahren, also 9 Leute müssen wir noch. Kai. Vielen Dank. Na? Hallo, ist das gültig? Ja, schnell. Natürlich. Immer mal rein. Da haben wir ihn doch. Danke. Eine gute Fahrt. Das Ticket. Rosa Hagen. Schauen wir mal, ob das ist korrekt. Wir sind da schon, ne? Ich hoffe, ich bin sehr genau. Richtig. Berlin, Dresden. Gabriel. Frau Gabriel. So. Auf geht's. Ist schon okay. Ich nehme einen anderen. Ich fahre dann mit dem nächsten Bus. Achso, ja. Achso, Sie waren hier von eben, alles klar. Servus. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Frau Funke, natürlich. Sehr freundlich. Grüezi, ist das gültig? Frau Rath. Schau ich mal kurz. Sie wollen nach Dresden. Ja, es geht klar. Servus. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Köhler. Wir schauen mal nach. Das geht klar. Sehr freundlich. Tag, fahren Sie in meine Richtung? Jo. Cool. Ciao. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Thea Trautmann. Cool. Servus. Das Ticket. Nee. Bitte schön. Oh. Moin. Fahren Sie in meine Richtung? Nee. Ach nee, jetzt nicht echt? So, unsere Liste ist abgearbeitet. So wie es Check-in. Ausstehend. Jo, passt. Sehr schön. Die beiden Damen oder die drei Damen. Die vier Damen. Meine Güte, was ist da los? Gut, dann können wir starten. Machen wir die Türen hinzu. Na? Klemmt die? So, jetzt. Sie möchte. Gut. Müssen wir den Bus jetzt, den Bus jetzt gleich wieder, heben. Ach, passt ja sogar. Ah, geht nicht, weil wir die Tür erst. Okay, machen wir jetzt die Tür zu. So. Zack. Passt. Und dann können wir starten. Oh, sieht die cool aus, die Lackierung. Ich feiere die. Mal gucken, was es noch für Lackierung so gibt. Gut, dann die Ansage machen wir jetzt mal an. Und dann mache ich mal den Bus so weit startklar und sage jetzt nichts mehr. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns. Dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein.
Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. So, erstmal das Englische. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts ja, is Neujahr sind wir dann da. The bus. Bleiben Sie mal ganz ruhig und schnallen Sie sich an. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions. So, Abfahrt auf Autobahn. Ich spreche jetzt mal einfach so dazwischen. Und, alles verschüttet! Danke! If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi. Worauf ich jetzt auch wieder mehr achten werde, ist, dass wir wirklich nur von links überholen. Sorry, dass ich jetzt da rein spreche. Aber die Ansage ist wirklich lang, ne? Weil, da habe ich gesehen, das findet ihr nicht so gut. Ich habe es eigentlich nur gemacht, weil der KI-Verkehr noch so ein bisschen rumbuggt, sag ich mal, so nicht so perfekt ist. Aber darauf werde ich jetzt auch achten, auch wenn er jetzt noch ein bisschen fehlerhaft ist. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, das wird dann nix mehr mit dem Date. So. Ja. Yeah. Ne, wir werden pünktlich ankommen, auf jeden Fall. Also, brauchen wir jetzt keinen Stress hier zu machen, ne? Aber wir fahren übrigens über eine Landstraße. Sehr schön. Also, sehr, sehr cool. Fahre ich ja gerne, ja, muss ich ja sagen. Ist was Schönes. So. Ah. Grün, grün, grün. So müssen wir aufpassen. Komm. Ja, komm. Da ist nichts rechts. Können wir weiterfahren. Gut. Mal schauen, wie lange das dauern wird. Wir machen da natürlich keinen Stress. Denn wir haben ja Zeit. Und ja, vielen Dank für euer Feedback und so. Also ich kann es immer wieder gerne wiederholen. Sehr nett. Also solltet ihr Fragen haben, beziehungsweise Fragen zu den Repaints und so, also wo ihr die herbekommt, dann könnt ihr gerne nochmal Fragen stellen in den Kommentaren. Dann werde ich gerne nochmal einen Link euch dazu schicken. Weil, wenn ihr da irgendwie so... Jetzt überholt die von rechts. Alles klar. ja. Gut. Alles klar. Wir hätten natürlich auch schon längst rüberziehen sollen. Wollte ich jetzt eigentlich machen. Ich gucke rüber, auf einmal holt die. Alles klar. So, mal schauen, wie lange das dauern wird. Hier die Fahrt. Nee, also das wird den realen... Linien oder Routen. Schön. Also das finde ich sehr cool. Also, dass sie das mit eingebaut haben, sehr, sehr, sehr cool. Und ich glaube, ich werde mir da in der Tat so eine Liste erstellen, welche Routen wir schon gefahren sind oder gefahren haben. Weil, damit es auch abwechslungsreich ist, ne, das heißt, nächstes Mal werden wir dann wieder vielleicht eine längere Strecke nehmen und so weiter, also, schauen, wir werden auch mal, weiß nicht, von Berlin nach Hamburg fahren, ja, das auch, oder von Hamburg nach München, das wollte ich eigentlich eher sagen, mal schauen, jetzt muss ich mal kurz, schaut euch das mal an, also
Auf einmal, der Spiegel ist nicht mehr so irgendwie so... Ja. Was soll ich sagen? So cremig, so, nebelig, so. Jetzt mal ehrlich, was ist denn da los? Nicht mehr so krass, ne? Der auch nicht so. Okay, kann auch am Wetter liegen. Das ist eigentlich ziemlich schönes Wetter, muss ich sagen. Läuft. So, und hier ist 100. Tempomat. Den Tempomaten, den nutze ich gar nicht so viel, komischerweise hier. Weiß nicht, woran das liegt. Aber mal so das Gefühl, so 100 ist ganz schnell mit so einem Bus zu fahren. Also es schon, fühlt sich schon ziemlich schnell an. Deswegen lass mal ein bisschen langsamer fahren. Guck, dann bleiben wir auch auf der Bahn. Das Ganze vielleicht ein bisschen schöner. So. Ja, eine schöne Strecke, muss ich sagen. Also rechts und links Felder. Das ist doch schön. Das ist doch was Feines. Hauptsache, wir müssen keine Pausen einlegen. Oder keine Pause, aber das sollten wir eigentlich so schaffen. Ja, getankt, ja, werden muss der Bus ja auch nicht. Beziehungsweise, wir haben noch nie unseren Bus getankt oder unsere Busse. Also, wir haben den MAN Lines Coach und der MAN Lines Coach stehen. Aber bisher ging sich das eigentlich immer aus. So, gerade, das heißt, wir können richtig mal Gas geben. Ich habe jetzt mal den Thermomaten. 99. 100, 99. Oh, es fängt an zu regnen. Mal schauen. Gut. Ein bisschen heller. Ah, auch Scheibenwischergeräusche gibt es in der Tat. Sehr cool. Nice. Du musst das doch laufen. Ich weiß gar nicht, in Dresden waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Also das heißt, schon wieder was freigeschaltet dann, wenn wir da mal ankommen. Ein paar Kilometer haben wir dann noch vor uns. Ankunft ist für 15.28 Uhr geplant. 13.50 haben wir. Also, das sollten wir schaffen. Oh. Ui, ihr habt das gehört. Das haben die Fahrgäste nicht gehört, mitbekommen. Haben wir den Bus gleich erstmal eingeweiht. Wenn ihr den Busnummer 16 schaut, dann ja, kennt ihr das auch schon. Kaufen uns einen neuen Bus und fahren erstmal eine Macke dran. Keine Ahnung. Also es ist irgendwie ganz, ja, zaubert. Oh Gott. So. Kann mal von außen schauen. Aber ich habe Angst, wenn wir jetzt raustappen, also in die Außenperspektive, da möchte ich dann vorsichtig sein. So, wir müssen weiter geradeaus. Dresden ist schon ausgeschildert. Sehr schön, aber jetzt können wir mal in die Außenperspektive. So. Schön. Schöner Postbus oder ADAC Post. Uiuiui, das ist aber hui. Natürlich hier mit unserer Flixbus Kleidung. Ich weiß gar nicht, ob man den Charakter auch ändern kann. Also zum Beispiel gelbe Kleidung anziehen oder so. Wäre auch vielleicht ganz lustig. So, hört schon auf zu regnen. So. Hä? Was ist denn jetzt los? Machen wir mal komplett aus. Oh. Was ist das denn hier?
Warte mal. Müssen links abbiegen. Euch und Reza. Kenn ich auch nicht. So, oh, gucken, ob das so passt. So ein bisschen kurbeln. Ah, es klappt. Ah, läuft doch. So, ich schau mal kurz auf die Karte, wann wir da sind. Ja, das sind auch noch ein paar Kilometer. Ja, das werden wir dann in der nächsten Folge machen, würde ich sagen. Dann können wir jetzt ganz entspannt aufhören und ganz entspannt in die nächste Folge starten. Gut, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Dann werden wir vermutlich in der nächsten Folge da sein, also sprich morgen. Und dann, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ich sage jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss.